Geprügel, dazu einige Kundgebungen und ein Haufen Gepöbel. Schon wieder eine Party von Faschos aufgemischt, doch die zuständigen Behörden glauben das nicht. Und nach einem Betroffenen bekam ein Schlag ins Gesicht, sagten, es würde provozieren, wenn er von Nazis spricht. Das sind doch nur Geschichten, die Fakten müsst ihr sehen. Denn diese Stadt hat doch gar kein Nazi-Problem. Das sind doch nur Rivalitäten zwischen Jugendlichen. Hitlergrußen, die sie Keilrufe, sind doch unpolitisch. Alles totgeschwiegen und ignoriert. Und auch die Presse sagt nichts, es wird nichts notiert. Und jetzt fragt ihr euch, was der Spaß soll. Uns reicht's, so langsam ist es maßvoll. Wir haben so viel Wut im Bauch. Viel in der Brust gestaut. Keine Lust länger zuzuschauen. Mach doch mal das Maul auf und werdet laut. Wir haben so viel Wut im Bauch. Der Frust muss raus. Da hat sich so viel in der Brust gestaut. Der Frust muss raus. Keine Lust länger zuzuschauen. Dazu die Polizeikontrollen, die sind nicht grad witzig. Und zudem sind sie auch ganz oft heftig rassistisch. Will eine Passantin nicht weiß und deutsch aussehen, heißt, können wir mal bitte ihren Ausweis sehen? Und hast du Pech, passt in die Rasterfahndung. Wirst du dabei verletzt, kannst du ein Pflaster haben. Doch mit bunten Haaren siehst du mal verdächtig aus. Also zieh dich sofort bis auf die Unterwäsche aus. Die Begründungen sind meist dann Klischees genommene Bilder. Der da mit den Dreadlocks ist bestimmt ein Drogendealer. Kranken und Zecken haben sich am meisten abgesehen, denn mit denen haben sie augenscheinlich ein Problem. Haben sie einen von denen, reagieren sie äußerst brutal, dann sind ihnen die Schmerzensschreie scheinbar egal. Doch uns reicht's, endlich Schluss mit dem Spuk, wir haben die Schnauze voll, genug ist genug. Coming on your borders and the policeman a strike when me move by my step.